zwei Computersysteme zur gleichen Zeit auf diesem Ultra-Wide-Monitor benutzen, Bildschirm teilen, Quellen zuordnen und sonstige Einstellungen am Monitor. Wie und wo du das machst, nach dem Intro. Hi, servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wie im ersten Teil gesagt, hier das Setup von meinem neuen Monitor mit Schreibtisch. Was ich im ersten Video vergessen habe zu sagen, du kannst den Monitor in der Höhe verstellen. Minus 5 Grad nach vorne und 20 Grad nach hinten kippen. Sowie 15 Grad links oder rechts drehen. Jetzt als erstes aber zu der Bedienung vom Monitor. Mit einfachem Drücken auf den Mini-Joystick wird der Monitor eingeschaltet. Durch rechts und links Drücken vom Mini-Joystick wird das Lautstärke-Menü aufgerufen und kann hier durch rechts und links Schieben des Joysticks dann eingestellt werden. Durch Runterdrücken vom Mini-Joystick wird der Ton stumm und nochmal nach unten wieder eingeschaltet. Wenn du nun den Mini-Joystick drückst, so kommst du erstmal in das Schnellbedienungsmenü. In der Mitte das X zum Verlassen vom Menü und oben zum Ausschalten vom Monitor. Links hast du den Eingang. Eingang heißt quasi, welchen Kabelstecker du gerade vom Computer nutzt. Du solltest also dir merken, mit welchem Kabel du deinen Computer angeschlossen hast. Wo und mit was du am besten deinen Computer an den Monster anschließt, habe ich in dem letzten Video gezeigt. Ich verlinke das Video aber nochmal für dich oben rechts. Wenn du nun den Mini-Joystick nach links drückst, ploppt die Eingangsliste auf. Hier kannst du nun mit rauf runter den Eingang auswählen und mit draufdrücken den Eingang bestätigen. Drückst du nochmal auf den Mini-Joystick und dann den Knauf nach unten, kommst du in das Menü PBP-PIP. Das heißt Picture by Picture, Picture in Picture. Hier hast du die Möglichkeit, den Monitor ganz zu nutzen, zu halbieren, sowie rechte oder linke Seite verkleinert oder Bild im Bild anzuzeigen. Diese Tastenbelegung kannst du unter Einstellungen aber auch ändern. Dazu mehr später. Das sind die wichtigsten Menüs, die du am häufigsten brauchen wirst. Einstellungen. Hier jetzt auf der rechten Seite hast du noch viel mehr und detaillierte Möglichkeiten. Schnelleinstellungen. Hier hast du die gleichen Einstellungen wie beim Schnellbedienungsmenü, nur Kontrast und Helligkeit sind dazugekommen, die du hier verstellen kannst, plus die Auswahl auf automatische Helligkeit. Eingang. Wichtig ist die Anzeige oben. Hier wird dir links oben angezeigt, wo der Ton ausgegeben wird, auf dem Haupt- oder Sub-, also Nebenbildschirm. Weil du diese Bildschirme auch wechseln kannst, wird dir angezeigt, welcher Anschluss, sprich Computer, jeweils als Haupt- und der Nebenbildschirm gerade ist. Eingangsliste. Hier kannst du für dein Haupt- oder Sub-Bildschirm den Eingang auswählen. Seitenverhältnis. Hier kannst du zwischen Original und Vollbild für den jeweiligen Bildschirm auswählen. PBP, PIP, das kennst du schon. Hier kannst du den Bildschirm aufteilen oder Bild im Bild auswählen. Wählst du dieses aus, so kannst du unter PIP-Größe das Bild im Bild, die Größe und PIP-Position, ja die Position, in welchem Eck dir das Bild angezeigt werden soll, hier auswählen. Haupt-Sub-Bildschirmwechsel. Ja, das sagt ja schon der Name, hier wechselst du die Bildschirme einfach von links nach rechts oder umgekehrt. Dann weiter unten genauso den Ton, der am Bildschirm ausgegeben werden soll. KVM-Switch. Wenn du an dem Monitor deine Maus und Tastatur anschließt, kannst du hier auch von einem zum anderen Monitor dieser wechseln. Mehr zu diesem Punkt aber detailliert später. Bild. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn du einen Bildschirm aktiv hast. Dieses Menü ist vom Hersteller eine eingestellte Auswahl für verschiedene Möglichkeiten, den Bildschirm zu nutzen. Sogenannte Modusse oder Modis. Ich sage jetzt einmal Modis. Also die Modis sind Anwender, Lebendig, HDR-Effekt, Laser, Cinema, sRGB, DCI, P3, FPS, RTS und Farbschwäche. Je nachdem, was für einen Moduskategorie du wählst, kannst du in dem jeweiligen Modus hier Bildanpassung nochmal drauf gehen und unter anderem Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellen.
Dann Spieleinstellung. Hier kannst du Reaktionszeit, Fadenkreuz, ob du ein Punkt oder ein Kreuz, grünes oder rotes Fadenkreuz haben willst, einstellen und. Farbanpassung. Hier kannst du die einzelnen Farben verändern. Und zu guter Letzt kannst du deine Einstellung wieder zurücksetzen. Dieses gilt nur für die einzelnen Modis, nicht für alle oder den ganzen Bildschirm. Jetzt ein Überblick über die einzelnen Modis. Modus Anwender. Wenn du diesen Modus wählst, kannst du unter Farbanpassung die Farbe nach deinem Geschmack verändern. Lebendig. Diese Funktion optimiert den Farbbereich, die Sättigung und die Schärfe deiner Anzeige. HDR-Effekt. Mit dieser Funktion genießt du ein dynamisches, klares Bild, in dem die hellen und dunklen Bereiche des Bildes erweitert werden. Lasermodus. Reduziert blaues Licht. Hierzu wird ein papierähnliche Farbtemperatur erzeugt. Der Lesemodus unterstützt die Schulung der Augen sowie das angenehme Lesen von Texten zusätzlich durch Reduzierung von Helligkeit, Kontrast und Farbton. Die Low Blue Light Technologie arbeitet unabhängig davon, ob der Lesemodus an oder aus ist. Cinema, ja, ist zum Filme gucken. Glaub, mehr brauche ich dazu nicht sagen. sRGB. Der sRGB-Modus reduziert lediglich den nativen Farbraum des Monitors auf 100% sRGB, so dass du echte sRGB-Farben auf deinem Bildschirm sehen kannst. Dieser Modus ist also gut für Bildbearbeitung. DCI-P3 bietet 26% mehr Farbraum als sRGB. Mit DCI-P3 stehen mehr satte und gesättigte Farben zur Auswahl. Dieser Modus ist für Videobearbeitung die richtige Wahl. FPS heißt in diesem Fall nicht Frames Pro Second, sondern First Person Shooter und ist für Aktions-Shooter-Computerspiele. Dieser Modus schraubt die grüne Farbe runter, sodass zum Beispiel das Gras und andere Pflanzen nicht so hervorstechen und stören. Auch werden Helligkeit und Kontrast verfeinert, so dass Gegenspieler besser in dunklen Bereichen wie im Schatten erkannt werden. RTS heißt Real Time Strategy. Ist auch für den Gaming-Bereich, also verbessert das Farb- und Kontrastverhältnis vom Bildschirm und Karte beim Spielen von Real-Time-Strategy-Spielen. Farbschwäche, hier steht's, ermöglicht es Personen mit rot-grün Farbschwäche, diese Farben besser zu unterscheiden. Und dann hast du hier noch zu guten Letzt den Allgemeinmodus. Hier kannst du die Sprache, Signalton und sonstige Einstellungen tätigen. Unten steht zu jedem Punkt eine Erläuterung. Wichtig in diesem Menü sind zwei Punkte. OSD-Sperre, wenn du diese aktiv hast, dann hier steht's. Diese Funktion deaktiviert die Konfiguration und die Möglichkeit zur Anpassung von Menüs. Und der zweite Punkt ist diese benutzerdefinierte Taste. Diese benutzerdefinierte Taste ist die Taste, was ich vorhin gesagt habe, die du im Schnellbedienungsmenü tauschen kannst. Wenn ich hier auf Bildmodus gehe und jetzt raus aus dem Menü, nun drücke ich den Mini-Joystick und sehe nun auf 6 Uhr, dass Bildmodus steht. Wieder rückgängig, Einstellungen, allgemein, Benutzer, definierte Taste, PBP, PIP, zack, schon ist wieder PBP, PIP da. So kannst du dir die Taste belegen für die Funktion, die du am häufigsten benutzt. Das alles kannst du an diesem Monster einstellen. Nun aber zu dem interessantesten Teil, dem Benutzen des Monitors. Zwei Systeme mit einer Tastatur und Maus benutzen, erste und einfachste Möglichkeit. So, ich habe hier die alte schwarze Tastatur und Maus rausgeholt, damit ich das mal demonstrieren kann. Mit der schwarzen Tastatur und Maus bediene ich Windows und mit der weißen Tastatur und Trackpad iOS. Also ganz normal am jeweiligen Computer angeschlossen, 0815 Standard halt. Diese zwei USB-C-Anschlüsse an der Seite sind nicht nur ein Hub, vorausgesetzt du hast den USB-Up-Anschluss mit deinem Computer verbunden. Schließe ich nun die schwarze Tastatur und Maus an den USB-C-Anschluss seitlich an, so kann ich nun hier wie gewohnt auf Windows arbeiten. Gehe ich aber jetzt in das Menü und dann Einstellungen und Eingang,
So kann ich jetzt unter KVM-Switch, wenn ich hier drauf gehe, Tastatur und Maus zum iOS wechseln und hier dann weiter tippen. Also begeistert bin ich nicht, weil auf dem Windows-Monitor, da ist die Latenzzeit sehr hoch. Aber vielleicht ist das nur bei mir so. Ich muss zugeben, es ist ein alter Windows-Computer und ich denke, es liegt an dem, also ich bin mir ziemlich sicher. Du kannst diese zwei Anschlüsse ganz normal für Tastatur und Maus auch ohne USB-Up-Kabel nutzen. Sprich, wenn du nicht switchen willst und du ein System benutzt. Dateien musst du dann auf die herkömmliche Art und Weise per USB-Stick übertragen. Du müsstest sie auf einen USB-Stick schieben, dann wieder umstöpseln und dann auf das andere System kopieren. Hier hat LG echt was Feines gemacht und dieses gelöst. Und zwar ist das Zauberprogramm Dual Controller. Und das ist die zweite und beste Möglichkeit. Du musst zuerst auf die Homepage von LG gehen. Den Link gibt es zum Kopieren übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Da suchst du den Dual Controller und lädst ihn für dein System herunter, in meinem Fall iOS. Installierst ihn und folgst den Anweisungen auf dem Bildschirm. Computer neu starten. Das gleiche mache ich nun auch mit meinem zweiten Computer. In meinem Fall ist das ein Windows-Computer und lade dafür den Dual-Controller für Windows logischerweise herunter. Installiere diesen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Diesen Computer auch neu starten. Beide zu verbindenden Computer müssen im gleichen WLAN sein, ansonsten funktioniert das nicht. Dual Controller, wo bist du? So, ein bisschen in die Mitte ziehen. Nun ist der Dual Controller auf beiden Systemen installiert. Nun schalte ich auf zwei Bildschirme. Starte auf beiden Systemen den Dual Controller. Du hast die Reiter Modi auswählen und verbinden, also recht übersichtlich das Ganze. Modi auswählen, legst du fest, welches der Haupt- und der Subcomputer ist. Den Computer, den du als Haupt wählst, dessen Tastatur und Maus musst du dann benutzen. Ich mache das so, dass mein Windows-Computer der Hauptcomputer ist, weil am Mac habe ich eine Tastatur und Maus, den ich zur Not aufklappen kann. Hier ist jetzt eine Suchliste. Den Computer auswählen, Passwort eingeben, zack. Verbunden. Und nun kannst du einfach zum Rand vom Bildschirm gehen und kommst im anderen System auch am Rand, aber in der Mitte des Monitors rein. Die in Magenta markierte Stelle zeigt dir das hier an. Wenn du die Bildschirme diagonal stellst, so wechselst du in dem jeweiligen Eck, die dir wieder angezeigt werden. Mitte ist mir aber am liebsten lasse ich so. Aber noch was, bevor ich es vergesse. Ich kann die Haupt- und den Nebencomputer auch wechseln. Dazu gehe ich wieder auf Modi auswählen, sage Sub, Programm, neu starten und das gleiche mache ich am Mac auch. Gehe in der Liste auf den Computer. Aber nun ist es andersrum. Ich muss an der rechten Seite rausgehen und komme links am anderen Bildschirm rein. Das ist verwirrend, aber leicht zu beheben. Indem du am Bildschirm Menü Einstellungen Eingang und dann Haupt Sub Bildschirmwechsel gehst, drauf drückst und voilà, du wechselst wieder in der Mitte von dem Monster. Datei von einem Computer zum anderen übertragen. Nun wähle ich eine Datei auf dem Mac aus. Ich nehme mal hier den Trailer, um sie auf das andere System zu kopieren. Ziehe sie in den grünen Bereich und lass sie los. Nun wird sie auf das Windows-System kopiert. Die übertragenen Dateien werden auf dem Desktop des empfangenen PCs gespeichert. So, jetzt nehme ich die gleiche Datei im Windows und schiebe sie in den grünen Bereich, lasse sie los und voilà, sie ist auf dem Mac unter Schreibtisch. Du kannst Dateien bis zu einer Größe von 2 GB kopieren. Das kannst du hier unter den Zahnrad-Einstellungen vom Dual-Controller genauer durchlesen. Hier kannst du aber auch Einstellungen vornehmen, wie ob der Dual-Controller automatisch gestartet werden soll. Macht Sinn, wenn du keine Tastatur an dem Rechner hast. Hier
einen Haken zu setzen. Autoaktualisierung. Shortcuts, also Tastenkombinationen für Wechseln der Tastatur und der Maussteuerung sowie für Dateien und Textübertragung. Nun komme ich zu dem letzten Punkt, den Bildschirm zu teilen, und zwar auf dem Mac. Wenn du hier auf den grünen Button gehst, ploppt ein Menü auf, wo du auswählen kannst, wo das Fenster angeordnet werden soll. Ich sag mal rechts. Mach ein neues Fenster auf und sag links anordnen. So kann ich nun ein Video anschauen und im anderen Fenster surfen oder. Bei Windows drückst du die Windows-Taste und den Pfeil rechts oder links, wohin das Fenster wandern soll, und kannst so auch zwei Fenster nebeneinander benutzen. So einfach ist das. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen, und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, darfst du gerne unten als Dank den Super Thanks Button benutzen. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao.